Servus Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Videorezension und ihr habt das Buch ja schon gesehen, es dreht sich heute um dieses Buch, Monster Sperma von Edward Lee aus dem Feste Extreme Verband Verlag und ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt eine Rezension zu diesem Buch drehen sollte, weil das ja keine so jugendfreie Story ist oder auch nicht wirklich sehr jugendfrei geschrieben, aber ich habe mich jetzt dagegen entschieden und werde jetzt eine, habe mich dagegen entschieden, keine Rezension zu drehen. Deswegen drehe ich jetzt auch eine und will auch nicht viel zu dem Buch sagen, da es eigentlich auch nicht sehr dick ist, hat nur 202 Seiten, lässt sich schnell lesen. Oh. Wie gesagt, ich werde vielleicht irgendwo im Titel keine Jugendfreigabe oder sowas hinzufügen. Ja, vielleicht, aber wird wahrscheinlich auch nichts bringen. Wer sich für sowas interessiert, der schaut sich auch das an. Ne, schaut sich das Video auch an. Aber jetzt erstmal zu dem Buch. Es ist, wie gesagt, geschrieben von Edward Lee und heißt Monster Sperma. Und ist der Feste Extreme Band 8 des Jahres 2014 und habe ich aus dem Abo bekommen. Ich bekomme immer wieder Bücher aus dem Feste Extreme Band, aus der Feste Extreme Reihe, sage ich jetzt mal. Und ich habe es jetzt als erstes Buch für die Shuki Book Challenge gelesen, nämlich Vollmilchschokolade. Ich glaube, es war Vollmilchschokolade. Das ist ein braunes Buch und das Buch ist definitiv braun. Und ja, damit habe ich die Aufgabe erfüllt. Die erste Aufgabe für dieses Jahr und mein erstes Buch in diesem Jahr. Und jetzt wollt ihr bestimmt wissen, worum es geht. Und ich werde euch jetzt mal einen Klappentext vorlesen und dann noch etwas Kurzes dazu erzählen. Aber nicht sehr viel, sonst würde ich zu viel verraten. Ed White steht eine abartige Woche bevor. Nur wenn sie die täglichen Bewährungsproben besteht, wird sie Mitglied der legendären Studentenverbindung Alpha House. Aber dazu muss sie die bizarresten Sexualpraktiken über sich ergehen lassen und die Späße des perversen Hausdieners überleben. Erst danach offenbart man ihr das okkulte Geheimnis, das sich hinter der Fassade des Colleges verbirgt. Und für Anne geht der Schrecken erst los. Es stehen noch Kommentare von Jack Ketchum und Cemetery Dance dort. Jack Ketchum, Edward Lees Schreibstil ist schnell und gemein, wie eine Kettensäge auf höchste Stufe. Kann ich zustimmen? Cemetery Dance, Edward Lee ist der brutalste Autor des Hardcore-Horrors. Tja, weiter zu dem Buch. Also es geht um Anne White, die in die Studentenverbindung Alpha House kommen möchte, weil sie Probleme zu Hause hat und nur durch das Alpha House Ansehen erlangen kann und Anerkennung von ihren Eltern. Und diesbezüglich möchte sie in dieses Alpha House, aber es steht ihr eine harte Woche bevor. Wie erwähnt, die Studentenwohnverbindungsleiterin setzt eine Bewährungswoche auf und erst nach dieser Bewährungswoche kann Anne in die Studentenverbindung aufgenommen werden. Wie im Klappentext beschrieben, muss sie sich einiges ergehen lassen an Sexualpraktiken und das ist schon ziemlich heftig. Und es ist auf jeden Fall nicht leicht und es fängt vom eher harmlosen an und wird dann immer heftiger. Und mit ihr sind noch zwei weitere Bewerber für das Alpha House dabei. Und ob die drei es schaffen werden, in das Alpha House einzukommen und was sie alles über sich ergehen lassen müssen, müsst ihr selber lesen. Weil ich nicht mehr dazu sage.
Und dann komme ich zu meiner eigenen Meinung und was mir sonst aufgefallen ist. Also Edward Lee schreibt auf jeden Fall richtig genial, das Buch war richtig gut. Aber ich würde es jetzt richtig Horror, war es jetzt nicht wirklich für mich. Also Horror in dem Sinne von viel Blut und dem ist es nicht. Es fließt eigentlich fast kein Blut. Und deswegen ist es jetzt eher weniger Horror, weil es ist schon Hardcore, was die Bewerber N und anderen beiden über sich ergehen lassen müssen. Das ist schon richtig Hardcore, aber jetzt nicht horrormäßig, sondern eher so in Richtung eklig, eher so grässliche Sachen, so richtig eklig, wo eine schon mal aufstoßen muss und schon echt heftige Sachen. Deswegen eher Ekel. Wer sich schnell ekelt, ist auf jeden Fall das Buch nicht so wirklich der Fall. Sollte auf jeden Fall das Buch nicht lesen, wer sich schnell ekelt. Wer einen Horrorroman sucht, kann ihn lesen, aber soll sich nicht darauf verlassen, ob es wirklich Horror ist. Vielleicht sieht er es als Horror. Ich sehe es eher nicht so direkt als Horror, sondern eher so als, wie soll man das beschreiben, so, ja, Hardcore-Ekel-Roman würde ich es nennen. Also Hardcore ist es auf jeden Fall, was sich über sich ergehen lassen müssen, aber auch ziemlich eklig. Sehr eklig. Und auch ein wenig schwarzer Humor mit drin, wie auch oben noch steht, ein drakonischer Roman voller Gore-Porno und schwarzem Humor. Fall muss man sich auf viel Pornografisches und Sexuelles und auch schwarzen Humor gefasst machen. Und wer Edward Lee liest, gerne liest, dem empfehle ich dieses Buch auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall mehr von ihm lesen. Und jetzt möchte ich noch ganz was Besonderes zu dem Schreibstil sagen. Ich habe ja eine ganz neue Art des Schreibstils kennengelernt, nämlich die Sprache mit dem Leser. Man wird quasi eigentlich, es ist eigentlich eine Erzählweise. Er erzählt die Geschichte eigentlich im Nachhinein und bezieht sich immer mit den Leser immer mit ein, so, dann war das und das und kommen wir zurück zu dem und immer solche Sachen wie sowas, wenn einfach mit einbezogen wird. Beispiel wie, und jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum ich jetzt diese Studentenverbindung bin oder so ähnliches. Man wird als Leser direkt angesprochen und ich fand das richtig genial. Und deswegen auch ein Pluspunkt für dieses Buch. Und der Schreibstil an sich ist auch richtig genial. Obwohl mir die Sprache der Jugendliche, ich glaube, sie war N ist 19, wenn ich mich recht erinnere, etwas komisch vorkam. Ich fand die Sprache nicht wirklich passend. Also mir hat die Sprache der Jugendlichen nicht gefallen, also der jungen Erwachsenen nehme ich sie mal. Also ein Begriffe, die eigentlich so richtig nicht wirklich zu dem Buch passen, wie ich finde. Aber macht euch selber ein Bild davon. Ich habe dem ganzen Buch 4 Sterne gegeben, weil mir einfach irgendetwas gefehlt hat, schon mit der Sprache. Und einfach, weil es mir irgendwas auch gefehlt hat an Horror, richtig an Horror. Deswegen hat das Buch nur 4 Sterne bekommen. Erst wegen der Schreibweise, der Sprache quasi, der jungen Erwachsenen. Und aber sonst ein sehr geniales Buch und ich kann es nur jedem empfehlen, der gern sowas liest und der gern Edward Lee liest. Und deswegen klares Ja für dieses Buch. Und ich auf jeden Fall nicht bereue und werde noch mehr lesen von ihm. Und dann war es das jetzt mit dem Video. Und ich sage Tschüss und wir sehen uns im nächsten Video wieder.